Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 15 und heute müssen wir mal die Feldorganisation machen. Und das bedeutet, dass wir die letzten Felder jetzt abernten. Hier, ja, läuft es aber einigermaßen noch ein bisschen. Und ja, ich habe noch ein paar Felder, die müssen abgeerntet werden und darum werden wir uns jetzt mal ein bisschen kümmern müssen. So, als erstes muss ich hier diesen Trecker mal betanken. Und ja, glaube noch drei, vier Felder sind noch abzuernten und dann wird es auf jeden Fall noch die üblichen, ja, Rüben- und Kartoffelfelder noch sein, die wir abernten müssen. So, hier erstmal betanken. So, mal die mal voll. Gucken wir uns mal an. Ja, läuft. Ich werde immer so ein bisschen ausschalten, dass ich alles sehe. So, hier läuft es. Wo ist der? Wo ist er denn? Ach, da hinten ist er. Gut. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal schnell beladen. Weil die Kühe, das ist das große Problem. Die brauchen auf jeden Fall Futter und ja, Heu, das werden wir jetzt auch noch gleich machen. Und dann gucken wir uns mal die. Ja, der steuert immer so ein bisschen nach. Weil, gucken wir jetzt mal bei den Kühen, was ist da? Stroh fehlt da auf jeden Fall. Da müssen wir agieren. Das aber schnell beladen. Dann müssen wir auch die Jauche wegkriegen. Also, wir haben hier eine ganze Menge zu tun. Ach, die Store ist noch zu hier. Früh morgens. Oh! Na, na, na. Noch nicht ausgeschlafen. Kaffee getrunken wahrscheinlich. Ja, das Tor war zu, konnte eigentlich nach Hause. So. Ja, noch hier eine Ladung und dann sollte es eigentlich gehen. Oh, da. Ja, dann sind wir auch bald fertig hier mit Bantico. Dann kommt auch bald die Umfrage, wo es dann als nächstes hingehen soll. Ich hatte ja beim letzten Video schon gesagt, vielleicht mache ich auch erstmal eine kurze Pause mit Landwirtschaftssimulator, weil der Landwirt 16 Jahre kommt. Müssen wir mal schauen. Es wird wahrscheinlich auch noch in der Frage. Oh. Ist ja voll, wa? Fahren wir den mal jetzt. Schnell zu den Kühen, wollte der Schweine sagen. Nur Stress hier, nur Stress. Machen wir es gleich mal in die Futtermaschine. Mischmaschine, dass er da ein bisschen was machen kann. Naja, der da vorne ist auch ein bisschen faul. Den werde ich wohl entlassen. Mit seiner Jauche. Mann. Ja, da kam mir auch mal die Frage: Bantico im Multiplayer spielen? Ja, das geht nicht. Ich habe so viele unterschiedliche Mods hier drin, dass bevor ich die alle implementiere mit den anderen Leuten, das, nee, das ist einfach. Solche Karten, wo ich mit Mods agiere, die sind dann wirklich, ja, wie soll ich sagen, die sind dann wirklich für den Einzelplayer gedacht. Ach nee, scheiße, ich muss ja jetzt hier. Dass wir die Anhänger hier wegmachen. Und dann werden wir mal gleich Heu holen. Und werden dann auf jeden Fall die nächsten Felder mal angucken, wo die sind. Futter haben sie ja, aber wie gesagt, Heu fehlt. Wir wollen ja, dass unsere Kühe glücklich sind. Glückliche Kühe mit glücklicher Milch. Und dass wir einen guten Preis erzielen. Hier zu DDR-Zeiten war es ja alles noch staatlich vorgeschrieben. Mit teuer Milch, also subventioniert. So. Hier kann er es dann nicht abladen. Hier aber.
Genau. Kann man mal ein bisschen mischen hier. So, den nächsten Anhänger. Schauen wir mal, wie weit das hier überhaupt ist. Mal einschalten hier. Also, Heu fehlt auf jeden Fall hier noch. Und Stroh. Ja, ob wir das noch irgendwie hinkriegen jetzt die Zeit. So. Nehmen wir erstmal den. Ich habe ja da hinten... Ach, hier mal wegfahren hier. Noch ein paar Felder gesehen. Ich würde ja noch mal ein bisschen Körnermais machen. Dieses Feld. Ja, läuft. Das Feld ist auch fertig. Fahren wir mal hier rüber. Ich glaube, da hinten war was noch. Also 100%ig sieht es auch nicht mehr. Früh morgens hier um 7 wird gearbeitet. Also den können wir ja zurück. Ach, da habe ich ein Stück vergessen. Alles nicht so wild. Fahren den erstmal jetzt zurück, dass wir ja einen kleinen Überblick wieder haben von unseren Fahrzeugen, die nichts zu tun haben. Und ich will ja auch noch Strom machen. Und das werde ich mir aus meinem Lager holen. Da habe ich ja auch so einen Russen, der so eine schöne Frontlader dran hat. Und da kann er das Stroh gut aufnehmen. Und dann werden wir das gleich mal ausprobieren. So. Mann. Nur zu tun hier. Auf Bantico. Wenn es danach geht, wenn ich das alles richtig machen würde, ich meine jetzt intensiv, dann würden hier noch 20, 30 Folgen kommen, aber ich denke mal, jetzt müsste irgendwann mal auch gut sein mit Bantico. Der eine oder andere wird dann sagen, nein, aber wir werden ja auch irgendwann mal den Landwirtschaftssimulator 18 haben. Ne, 17 meine ich. Und vielleicht haben wir da das Glück wieder auf Bantico, die neueste Version, und dann würde ich auf jeden Fall wieder loslegen, wenn es wieder ordentliche Mods gibt. So, jetzt gehen wir mal schnell hin zum Strohlager. Da habe ich schon den Trecker hingestellt. Ja. Ja, mal schauen, wie es denn alles wird. So, hier ist er. Scheiß hier aus. Brauche ich nichts mit öffnen etc. Nur heben, senken. Komm. Warum will er nicht alles offen? Ja. Alles klar, hat er. Mal sehen, ob er es so offen nimmt. Anhänger. So. Scheiße, nimmt er gar nicht so. Verdammt. Das ist ja nicht toll. Ich dachte, man kann den wenigstens auch oben beladen. Shit. Ah, das ist nicht toll. Mal, da müssen wir was anderes ausprobieren. Wir probieren mal den Anhänger. Sonst muss ich mit dem zurückfahren und das Feld vom Feld hernehmen. Oder schnell noch ein paar Ballen drauf packen und den Trecker dann dorthin fahren. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es doch geht. Naja. So. Uiuiuiui. Ah ja. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, dann werden wir hier vorne jetzt drüben auch noch alles abwärmen. Was ist hier noch vom Feld? Hier ist Gras. Muss immer noch ein bisschen schauen, welche Felder ich schon gemacht habe und welche noch nicht. Läuft er wieder wie so ein Länderspiel.
Aber wir lassen uns nicht gute Laune vertreiben, früh morgens hier auf Bantico, ne? Aber man merkt schon jetzt, dass es richtig kalt wird, ja. Muss man schon die Heizung zu Hause anmachen. Das nicht noch krank werden, ne? So. So, jetzt probieren wir mal den zu beladen. Schauen wir mal. Na. Noch mal her und jetzt Mensch, fahr doch mal. Was will der denn? Oh, ein großes Mauspad hier, wie ich hier fahre. Na gut, hat er auch so in die Kritik, alles klar. Das macht er auch nicht. Scheiß! Das funktioniert nicht. Oh, was mache ich da jetzt? So. Ich kann jetzt nicht alle hier erstmal beladen. Das dauert ja Ewigkeiten. Ich mache erstmal hier ein bisschen. Na, was ist denn los hier? Also richtig will er auch nicht, das ist alles so tief. So, jetzt mit X. Muss ich nochmal einstellen. Welches Gerät habe ich jetzt? Beim Festhalten. Ja. So. Komm. So, da ist auch noch ein Ball. Ja, ist ja ein bisschen ärgerlich jetzt, dass es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass er von oben nicht beladen werden kann. Dann noch zwei hier drauf und dann fahren wir mit dem einfach mal zu den Kühen hin und dann werden wir mal sehen, was da passiert. Ach, ärgerlich. Falsch rum. Zum Glück nimmt er die Ballen, nimmt er das fest. Das ist immer so nicht so feinfühlig. Ne? Man drückt dann ein bisschen und dann kommt er auf immer BAM. So. Klar, wir fahren jetzt so. Oh, runter. Zwei Ballen noch. Könnt ihr eigentlich auch übereinander stapeln, ne? Würde es ja eigentlich auch gehen. Aber wir machen jetzt keine Experimente hier. So, ist da noch ein Ball? Schön hoch. Na, soll es da nicht andersrum machen. So, runter, ablassen. Und jetzt noch die letzten und dann fahren wir mal schnell mit dem Trecker dahin. Und geben das Stroh ab.
hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich noch die anderen Fahrzeuge zu den Feldern bringen. Aber das kann ich ja separat für mich dann nochmal machen. Und euch dann noch zeigen, beim nächsten Mal, wo die dann sind. Dann werden wir die Rüben machen. Beim nächsten Mal. Und dann haben wir es auch bald geschafft. Ja, die Felder auch bald dann abgeerntet. Aber mit dem Festhalten, das funktioniert wenigstens. Das ist einwandtutti. Das ist genial. Das, sonst hat man ja wirklich nur Probleme. Oh, ablassen. So. Gehe ich mal hier rein. Oh, bewegen sie sich? Nee, man kann ja das Fenster hier wieder zumachen, das Ding. Gut. Ah! Ich hab doch festgemacht, oder? Scheiße. Das ist echt übel. Das ist richtig übel. Oh Mann, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, jetzt die Dinger wieder aufzubauen. Ich werde jetzt irgendwie ein bisschen anders machen müssen. Ich muss auf jeden Fall. Mache ich hier jetzt ein Fahrzeug. Was mit dem hier? Der ist fertig. Entlassen. Fahre das jetzt erstmal zurück. Oh Mann, das klappt ja heute überhaupt nicht. Oh, hier ist Wasser. Muss hier über. Ist hier im Weg. Ach, hier bin ich. Ah, das klappt überhaupt heute nicht. Ich dachte, ich habe die festgemacht. Ich will es doch abliefern. Komm. Hier hinten müsste das Tor eingehend offen sein. So, dann werden wir wenigstens das hier verkaufen. Oh Mann. Ja. Komm. Das ist ja heute. Was ist denn los hier? So schwer das alles hier. Ja, ich weiß, Heu ist leer. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ach, ob wir das nochmal hinkriegen mit den ganzen Viechern. Oh, ist ja wieder offen. Ja. Ich würde sagen, dass ich hier erstmal jetzt einen Cut mache. Ruckelt jetzt auf jeden Fall, dass ich separat nochmal das Ding hier voll mache. Stroh auch in ausreichender Form hier zusammenkratze und dann alles gemütlich hinfahre. Vielleicht haben wir da irgendwie die Möglichkeit, die Kühe doch ein bisschen wieder zufriedenzustellen. Was das nächste Mal wird es auf jeden Fall sein, dass ich Felder bearbeitet werden, die ganzen Rüben. Da werde ich mir jetzt eine ganze Anzahl an Fahrzeugen nochmal besorgen müssen. Hier Rüben und Kartoffeln abernten. Hier zum Beispiel das ganz große Feld. Und dann werden wir nochmal Mist und sonstige Sachen aufs Feld bringen. Das wird die nächsten Tage dann so kommen. Und dann wollte ich nochmal ein bisschen Holz machen. Viele Fahrzeuge sind da nicht irgendwie zu finden. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren mal reinschreiben oder mal ein paar Links machen, wo es so eine Holzfahrzeuge gibt. Und warum ruckelt denn das hier auf jeden Fall so? Das ist ja nicht mehr schön. Oh, was ist hier los?
Ja, keine Ahnung, warum das jetzt so ruckelt. Ja, wie gesagt, das sind die Aufgaben, die ich jetzt noch so habe, früh morgens. Und ich würde trotzdem an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Bis zur nächsten Woche. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.